Sieben Fakten über Hogwarts, die du noch nicht kennst. Im heutigen Video werden wir über einige Fakten in Hogwarts sprechen, die du sicher noch nicht kennst. Obwohl ein Großteil der Geschichte von Hogwarts bereits bekannt ist, gibt es immer noch viele Dinge, über die selten gesprochen wird. Im heutigen Video sehen wir uns sieben Fakten über Hogwarts an, die selbst die am besten informierten Hexen und Zauberer nicht wissen. Und der letzte Fakt könnte dich echt überraschen, deswegen bleib dran. Starten wir mit der Nummer 1. Professoren überreichen muggelstämmigen Schülern ihr Zulassungsschreiben. Wenn ein Schüler aus einer magischen Familie seinen Zulassungsbrief für Hogwarts erhält, ist das ein aufregender Tag für sie alle, seine Familie und ihn. Sie wissen, dass sie ihren Sohn oder ihre Tochter zu Ollivanders bringen müssen und am 1. September auf Gleis 9 3/4 ankommen werden, um dort den Hogwarts-Express zu erwischen. Aber was wäre, wenn du ein ausgewählter Schüler aus einer reinen Muggelfamilie wärst, der nicht einmal etwas von der magischen Gemeinschaft weiß? Woher weiß man, dass es nicht nur ein schlechter Scherz ist? Nun, für diese besonderen Schüler beginnt alles mit einem persönlichen Besuch eines ausgewählten Hogwarts-Mitarbeiters. Dieser Mitarbeiter überbringt der Hexe oder dem Zauberer persönlich den Zulassungsbrief, der sie über die Existenz der magischen Gesellschaft aufklärt. Außerdem wird er die Familie mit wichtigen Orten wie der Winkelgasse bekannt machen und ihnen sogar erklären, wie man den Hogwarts-Express besteigt. Harry hatte zum Beispiel Hagrid als Führer, als er aufgenommen wurde, während Tom Riddle keinen anderen als Dumbledore hatte. Nummer 2. Die Schüler in Hogwarts kamen nicht immer mit dem Hogwarts-Express an. Vor der Verabschiedung des internationalen Geheimhaltungsgesetzes im Jahr 1692, das die magische Gemeinschaft vor den Muggeln verbarg, konnten die Schüler nach Hogwarts reisen, wie sie wollten. Einige nahmen magische Geschöpfe mit, andere bevorzugten Besenstiele oder verzauberte Fahrzeuge. Doch nach der Verabschiedung des Statuts wurde es für große Gruppen von Hexen und Zauberern viel schwieriger, nach Hogwarts zu gelangen. Um die Gefahr zu verringern, dass Muggel diese Personen bei ihrer jährlichen Wanderung zur Schule sehen würden, richtete das Ministerium Portschlüsselsysteme ein, mit denen sie reisen konnten. Allerdings waren die Portschlüssel ziemlich gefährlich, da die Jungschüler auf ihren Reisen desorientiert waren und sich dadurch verletzten. Schließlich schlug der Zaubereiminister vor, Muggeltechnologie zu verwenden, was gar nicht so unklug ist, denn man konnte sich leicht unter die Muggel mischen. Die Muggeltechnologie, für die man sich entschied, war eine ausgedehnte Dampfeisenbahn, die schließlich als Hogwarts-Express bekannt werden sollte. Er wurde von 167 Muggeln gebaut, deren Gedächtnis später so verändert wurde, dass sie sich weder an den Bahnsteig 9 3/4 oder an den Bau des Zuges erinnern konnten. Nummer 3. Der Eingang zur Kammer des Schreckens war fast verloren. Die meisten Schüler und ehemaligen Schüler wissen, dass Salazar Slytherin vor seinem Rauswurf aus Hogwarts die Kammer des Schreckens erschuf. Er nutzte sie als geheimen Zufluchtsort und schließlich als ein Ort, um einen Basilisken unterzubringen, der die Schule von allen muggelstämmigen Schülern befreien sollte. Nur die direkten Nachkommen des Paselmundes konnten die Kammer öffnen und den Basilisken kontrollieren. Als die Kammer zum ersten Mal erschaffen wurde, konnte man sie durch eine verborgene Falltür und eine Reihe von magischen Tunneln erreichen. Als Hogwarts jedoch im 18. Jahrhundert Sanitäranlagen einführte, wurde der Eingang zur Kammer verlegt. Der Eingang der Kammer befand sich an der Stelle, an der ein Badezimmer geplant war. Cornvius Gaunt, direkter Nachfahre von Slytherin und damaliger Hogwarts-Schüler, hatte die Informationen, wo sich die Kammer befand, weitergegeben. Bevor also die Falltür für immer versiegelt werden konnte, brachte er einen geheimen Schutz an der Falltür an und schuf einen neuen Eingang, der sich in einem Waschbecken des Badezimmers befand. Dadurch konnte die Kammer weiterhin betreten werden und wurde schließlich im Juni 1943 von Tom Riddle wieder geöffnet. Nummer 4. Der sprechende Hut ist einer der merkwürdigsten Gegenstände, den eine Hexe oder ein Zauberer begegnen kann. Mit einem ausgeprägten Sinn für Intelligenz und der Tatsache, dass er Legilimentik beherrscht, ist er in der Lage, Schüler mit nahezu perfekter Genauigkeit in das richtige Haus in Hogwarts einzuordnen. Aber bevor er für diese monumentale Aufgabe verantwortlich war, war der sprechende Hut nur ein normaler Hut, im Besitz von niemand anderem als Godric Gryffindor. Kurz nachdem Hogwarts im Jahr 990 nach Christus seine Türen öffnete für Schüler, wurde der Hut von allen vier Gründern von Hogwarts verzaubert, die ihn mit ihrer Intelligenz ausstatteten. Dadurch konnte der Hut die ankommenden Schüler in die Häuser sortieren, basierend auf den Vorlieben und den Eigenschaften der Gründer, die sie als wichtig empfanden. Nummer 5.
Hauselfen sind schon seit tausenden von Jahren Assistenten von Hexen und Zauberern. Aber wusstest du, dass es Helga Hufflepuff war, die ihnen als erste erlaubte, in Hogwarts zu arbeiten? Während einige in der magischen Gemeinschaft ihre Hauselfen für ihre Hilfe und Treue loben und bewundern, behandeln andere ihre Elfen wie Sklaven, die ihr ganzes Leben lang nach ihren Wünschen handeln müssen. Nachdem sie gesehen hatte, wie viele Hauselfen auf diese Weise so behandelt wurden, bot Helga Hufflepuff Hogwarts als sicheren Zufluchtsort für alle Hauselfen an, die dort einen Platz haben wollten, und viele nahmen dieses Angebot an. Bis zum heutigen Tag arbeiten Hauselfen für Hogwarts, indem sie verschiedene Aufgaben wie die Reinigung von Schlafsälen übernehmen, dem Personal bei gelegentlichen Arbeiten helfen und vor allem die köstlichen, extravaganten Festmahle für die gesamte Schule zubereiten. Nummer 6. In den verwinkelten und weitläufigen Hallen von Hogwarts befinden sich zwei magische Artefakte, die von den Gründern geschaffen wurden, um magisches Talent bei kleinen Kindern zu erkennen. Es sind die Feder der Aufnahme und das Buch der Zulassung. Die Feder spürt jedes magische Talent oder jede angeborene Fähigkeit zur Zauberei in einem Kind auf, während es heranwächst. Wenn sie Magie wahrnimmt, erwacht sie zum Leben und versucht, den Namen des Kindes in das Buch einzutragen. Das Buch kann die Feder daran hindern, den Namen reinzuschreiben, wenn es glaubt, dass die Feder einen Fehler macht. Wenn das Buch aber auch die magische Begabung des Kindes wahrnimmt, erlaubt es der Feder, den Namen aufzuschreiben. Und so werden neue Schüler für Hogwarts ausgewählt. Nummer 7. Der große See ist ein Naturreservat für magische Kreaturen. Er ist ein zentraler Ort, der das Schloss Hogwarts umgibt. Er ist an sich ein wunderschöner See und die Erstklässler werden absichtlich mit dem Boot über den See gefahren, damit sie das Schloss in seiner ganzen Pracht sehen können, wenn sie ankommen. Aber der große See ist nicht nur ein Ort, von dem man aus einen wunderbaren Blick auf das Schloss hat. Er wird eigentlich auch als vollwertiges Naturreservat von magischen Kreaturen genutzt. Es gibt tausende von magischen Geschöpfen auf der Welt und leider sind einige von ihnen nicht in der Lage, in der Nähe von Muggeln zu überleben. Kreaturen wie die Wassermenschen würden gejagt und an ihnen experimentiert werden, wenn man sie fängt. Also sind einige Arten auf magisch geschützten Orten angewiesen, nur um zu überleben. Der große See ist ein Schutzgebiet für Kreaturen wie Grindelos, Wassermenschen, Selkies, Boatruckles und Riesenkrabben. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn ihr mehr über Hogwarts oder andere Orte aus dem Harry Potter Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.